So, willkommen zurück für Let's Play Pokémon Rubin. Im letzten Part sind wir hier in Gravelpot City angelangt und in diesem Part schauen wir uns die Stadt an. Quatschen wir zuerst alle die Magma-Fuzzis. Hey du da, hör auf zu drängeln! Wir stehen hier ordentlich an! Ja, ungewohnt für eine Verbrecherbande, dass sie sich anstellen. Die Magma verfolgt die Strategie des Versammelns und Verteilens. Unser Boss ist brillant. Wozu er jetzt wohl Interesse an einem Museum zeigt? Hey du! Du willst dich doch jetzt nicht vordrängeln, oder? Nee, möchte ich nicht. Okay. Wenn es immer sehr etwas Brauchbares gibt, dann müssen wir das an uns nehmen. Was hat diese neue Masche zu bedeuten? Unser Boss ist richtig vor. Was? Unser Boss ist richtig vor, einflößend, wenn er so abgedreht ist. Ich halte lieber Abstand und frage nicht. Eine lange Schlange, wa? Erinnert mich an den Zeiten, als ich die Ewigkeit anstand, um mich die neuesten brandheißen Spiele zu kaufen. Warum stehen wir jetzt eigentlich an und bezahlen? Wir sollten einfach hineingehen. Was ist das dort drüben? Eine Menschenversammlung? Ja, das ist eine Menschenversammlung von normalen Menschen, ne? In Gravelpot City. Der Typ, der das Museum gebaut hat, ist auch der Leiter des Teams zur Erforschung der Tiefsee. Da nennt man ihn. Da nennt ihn jeder Captain Brick, okay. Boah, ich muss mehr lesen. Ich lese ja eigentlich nur für diese Let's Play, sonst lese ich gar nicht richtig vor. Habt ihr schon mal etwas über die Bärenmixer gehört? Ja. Man muss mit anderen zusammenarbeiten, um ihn schneller drehen zu können. Ich habe gehört, je schneller man ihn dreht, desto besser werden die Pokémon-Riegel. Pokémon Hyperklasse Registrierungen. Lass es krachen, Pokémon Trainer. Gehen wir einfach mal rein. Okay, okay, Wettbewerbe. Haben eine deine Freunde Bären? Du kannst den Bärenmixer benutzen und zusammen mit ihnen Pokémon Riegel herstellen. Das macht sehr viel Spaß. Ja, wir haben noch gar keinen Riegel, keine Riegelbox. Ich habe zwei, du kannst eine haben. Oh, danke schön. Ja, das ging ja schnell. Ich dachte, wir müssen zuerst nach Seagrass Hope City latschen, um einen zu bekommen. Naja, gut, das hat uns jetzt einiges erleichtert. Ich möchte ein Pokémon aufziehen, das im Kampf und im Wettbewerb unbesiegbar ist. Es ist schon verwirrend herauszufinden, welche Attacke es lernen soll. Na gut, das können wir Bären mixen, das können wir ja jetzt gleich machen. Wenn du einen Wettbewerb gewinnst, wird ein Bild eines Pokémons an die Wand gehängt. Das Porträt deines Pokémons wird außerdem mit deinem Namen versehen. Oh, mein... ich dachte, jetzt spricht der alte Herr. Oh, möchtest du mit dem alten Herrn ein paar Pokémon-Riegel herstellen, ja? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Weißt du, wie er Pokémon-Riegel herstellt? Ja. Dann lass uns loslegen, lass uns Bären mixen. Bärenmixer wird gestartet. Bitte wähle die Beere aus dem Beutel, die in den Bärenmixer soll. Ja, was nehmen wir für eine Beere? Ich nehme mal eine Sonnenbeere. So, jetzt müssen wir halt immer, wenn dieser Pfeil über unseren roten Pfeil ist, A drücken und ja, so oft wie es geht. Oh. Oh je, Ewigkeit nicht mehr gemacht, seit dem letzten Let's Play nicht mehr. Und, wer gewinnt? Wer gewinnt? Der Kumpel, der Opi oder ich? Okay, ich hab 9. Der Kumpel hat 7 und der Opi hat 5. Ja, und je schneller der Bärenmixer ist, desto bessere Bären kriegt man, beziehungsweise bessere Pokémon-Riegel. Die können wir jetzt wiederum unserem Pokémon geben. Und das erhöht dann die, ja, die Coolness, Schönheit, Intelligenz oder wie auch immer, je nachdem, was für einen Wettbewerb man haben möchte. Und das ist auch besser für den Wettbewerb. Das werden wir in diesem Let's Play auch wieder machen, wie im letzten Let's Play. Allerdings nicht als Special Part, sondern zwischendurch, wenn uns mal langweilig ist, werde ich sowas machen. Aus des Namensbewerters, Bewertung von Pokémon Kosenamen. Gut, also der, mit dem können wir unsere Pokémon umbenennen lassen. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bin das Orakel der Namen. Ich würde mich freuen, die Kosenamen deiner Pokémon bewerten zu dürfen. Nee, das passt eigentlich. Ich verstehe. Komm mich mal wieder besuchen.
Irgendwann mal werde ich es machen, ne? Oder auch nicht. Wenn du die großen Namen deiner Pokémon erinnern willst, solltest du den Namenbewerter um Hilfe bitten. Pokémon Fanclub, wir rufen alle Fans der Pokémon. Gut, gehen wir mal rein. Wow. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Als Vorsitzender bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner! Und in diesem Wettbewerb bin ich natürlich der Sieger. Aber natürlich enthalte ich den anderen ihr Vergnügen vor. Und deshalb beschränke ich mich darauf, die Pokémon der anderen zu beurteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihre Pokémon aufziehen. Die zufriedenen Gesichter der Pokémon, die gut behandelt werden. Die fürsorgliche und liebevolle Art ihrer Trainer. Mein Herz geht über Freude, daher gibt es so viel Glück. Oh je, Entschuldige, ich schwätze hier die ganze Zeit vor mich hin. Bitte erlaube mir einen Blick auf deine Pokémon, zu sehen, wie sie gewachsen sind. Ich verstehe, das ist weder gut noch schlecht. Du bist der Trainer. Streng dich bei der Aussuche deines Pokémons mehr an. Dürfte ich vorschlagen, ihnen mehr Riegel zu geben? Oh Gott. Der wie ein Wasserfall. Wegen Pokémon-Items? Mein Pokémon hat sich sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe. Ja, aha, sollten wir vielleicht auch machen. Vivinia! Ich freue mich immer, Pokémon zu sehen, die ihre Trainer lieben. Pokémon haben dasselbe Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du einem Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, werden die Gefühle erwidert. Sobald ein Pokémon die Fehlt kommen und wir suchen mich nochmal, ist ja toll. Sollten wir vielleicht später hingehen nochmal. Hoffentlich erinnere ich mich dran. Wenn ein Pokémon in einem Kampf besiegt wird, nimm es das Übel. Und bald wird es zum Trainer weniger Vertrauen schenken. Mit anderen Worten, es wird dich nicht mehr so mögen. So sehr mögen, ja. Im Moment, ich muss kurz auf die Uhrzeit schauen, weil ich muss dann nach dem Part zu meiner Oma gehen. Hallo, du scheinst ja in den Kader sehr nahe zu stehen. Weißt du was, ich bin ein TV-Reporter. Ich also immer interviewe Leute, bevor sie zu Pokémon darf ich sie... Leck mich hier, verdammt Reporter. Leck mich. Jetzt weiß ich, wie sich Promis fühlen. Pokémon aber... Pfiffchen... ablehnen und natürlich... Bloß ablehnen, Pfiffchen, Ninkala, genau. Oder wie auch immer. Ach, keine Ahnung, bla bla bla. Mari, da sind sogar die Dialoge von Pokémon spannender als diese Interviews. So, was gibt's denn im Markt Neues? Ein Superball eignet sich besser zum Fangen von Pokémon als ein Pokéball. Jemand sollte in der Lage sein, das begehrte Pokémon zu überlisten. Der Markt bietet einige interessante Mechanisting-Artikel an. Aber einige Sachen wirst du nur in einem Pokémon-Supermarkt finden. Willkommen! Kann ich dir helfen? Ja. Wir können jetzt Superbälle kaufen und Supertränke. Finde ich ganz gut eigentlich. Und einen Hafenbrief. Kaufen wir einfach mal einen. Okay. Ja, wir kommen bald wieder. Irgendwann mal, wenn wir in der nächsten Stadt angekommen sind. Hältst ein Pokémon durch Tausch, kannst du den Kosenamen nicht ändern. Die Liebe des ursprünglichen Trainers drückt sich in den Kosenamen aus. Oh, wie ist was für ein Blödsinn. Kennst du die Themen Geheimpower? In unserer Gruppe mögen alle die Themen Geheimpower. Einige unserer Mitglieder wird sie dir geben. Sag mir Bescheid, wenn du sie hast. Sie werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dich in der Hand tolle Sachen verkaufen. Ja, den werden wir später erst finden. Ungefähr an der Stelle, wo wir eines unserer Pokémon fangen werden, eines unserer Team-Pokémon. Einkaufen, wo man die salzige Luft des Meeres einatmen kann. Gravelport City ist so ein toller Ort. Solltest Werbung machen für so ein Reiseunternehmen oder sowas. Oh, schau dir das an! Das Seegras hier in der Gegend sieht frisch und fast lebendig aus. Es sieht aus, als könnte es sich aufrichten und aufgreifen. Was? Angreifen, aufrichten und angreifen, achso. Meinst du damit ein Pokémon? Da fällt mir jetzt gar kein Pokémon gerade ein, das Seegras ähneln würde. Ich bin der statuswerte Guru. Ich werde dir verkaufen, was du brauchst. Okay, was verkaufst du denn? Kabel Plus. So. Je früher man das machen, desto besser ist es.
keine Ahnung warum, später funktioniert es nicht mehr mit den Vitaminen, deswegen sollten wir es jetzt machen, wenn die Pokémon auch ganz niedrige Level haben. Ich geb's Jungblut. Okay. Oh, deinen Kader. Du musst dich mehr anstrengen. Dann gebe ich dir und deinem Pokémon ein schönes Geschenk. Hey, komm, reden doch nicht von mir weg. Wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und verkaufe wie bescheuert ein. Das nennt man Kaufsucht, meine Liebe. Willkommen. Kann ich dir helfen? Was verkaufst du? Puppen, Puppen, Puppen. Es sieht aus wie ein Kindergartenkind, das mit Puppen spielt. Ey, komm. Werfe Port City Mark. Einzigartige Items, die es nirgendwo sonst gibt. Puppen. Eine Wettbewerbshalle für Pokémon wurde kürzlich in Griffport City eröffnet. Ich plane dort hinzugehen, wenn ich meine Pokémon besser trainiert habe. Wo das Wasser sauber ist, geben die Früchte eine neue Ernte. Und wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch einen Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Oh Gott, jetzt erzählt sie mir von der Geschichte der Stadt, naja. Rückwärts! Gesucht, ein erfahrener Seemann, der die Gefahr nicht scheut. Schauen wir mal rein. Okay, wir wissen. Was ist der denn für ein Typ? Wenn das hier gehört und das dahin, wo gehört dann das hin? Und was ist mit diesem Dingsbums? Ah, ich werde einfach nicht schlau. Hallo, ich bin Botmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das da? Sind das Devonwaren? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist hier irgendwo gegangen. Er sagt, er müsste was erledigen. Kannst du dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm das Paket zu überbringen? Ja, ich werde danach schauen. Und hier ist ein Wissenschaftler. Die Jahreszeit, das Wetter, der Mond, der vom Himmel herabstrahlt, das ist die Bedingungen, die die Seele so wechselhaft machen. Ganz genau, die Seele ist wie ein lebendiges Wesen. Was ist denn das für ein Generator? Dürfen wir da rumspielen? Nein, bitte nicht herumspielen, sonst geht hier alles kaputt. Ich werde hier sehr schnell seekrank, deshalb helfe ich hier lieber aus. Ja, lieber hier aus, wie auch immer. Tja, dann hast du den falschen Beruf ergriffen, mein Forscher. Mein verehrter Forscher. Und wir haben schon die Hälfte des Parts fast fertig, oder? Ja, fast. Die Konstruktion eines großen Schiffes ist eher vergleichbar mit der eines Gebäudes als eines Transportmittels. So, was hast du zu sagen? Findest du es nicht ausseltsam, dass ein Schiff aus Eisen gebaut wird? Es schwimmt aufgrund des sogenannten Auftriebs. Sehr informativ. Hier, dieses Pokémon-Spiel. Im Museum werden wir dann auch ein paar informative Sachen herausfinden. Kommen wir da rein. Oh mein Gott, der ist hier eingesperrt. Der ist eingesperrt, der Arme. Hat er irgendeine Scheiße gemacht und muss hier jetzt das Rest seines Lebens hier verraten. Naja. Soll nicht nur ein Problem sein, wir haben die Stadterkundung fast fertig, Leute. Keine Panik. Weißt du, was es mit alten, nicht mehr seetüchtigen Schiffen gemacht wird? Sie werden im Meer versenkt und so zum Lebensraum für die Pokémon. Echt jetzt? Ich hab gehört, dass sowas vor der Küste der USA gemacht wird. Keine Ahnung warum. Hey, der Fernseher! Neue Nachrichten! Party würde dieses Programm gefallen. Gar nicht besser. Hallo, da läuft doch was, oder? Der Fernseher blinkt. Egal. Mein Pokémon hat ein hastiges Wesen. Seine Initiative ist zum Vergleich zum anderen Pokémon höher. Vielleicht hat ihr Wesen etwas mit dem Statusvorteilen der Pokémon zu tun. Ja, das stimmt. Je welches Wesen ein Pokémon hat, desto bessere bzw. schlechtere Statuswerte. Veränderung hat einen Statuswert. Aber ich weiß nicht genau, welchen Statuswert erhöhen bzw. senken. Um an den Wettbewerb teilnehmen zu können, brauchst du eine Wettbewerbskarte. Bekommst du leicht. Jeder, der ein Pokémon hat, bekommt eine. Stimmt, wir haben noch gar nicht im Wettbewerb mitgemacht. Na, können wir später auch noch machen. Wow, was ist das? Ein Leuchtturm? Sieht aus wie so eine Art Leuchtturm. Das ist aber ein kleiner Leuchtturm. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man Dutzende von Kilometern weit. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Pokémon im Meer werden verwirrt, ja. Okay, gehen wir mal zur Wettbewerbshalle, da können wir uns ja registrieren jetzt, oder? Allerdings steht da Hyperklasse. Hyperklasse, lass uns krachen, Pokémon-Trainer. Ich weiß nicht, ob wir schon teilnehmen dürfen, ich schätze mal nicht, ne? Hallo, wir nehmen Anmeldungen für die Hyperklasse Pokémon-Wettbewerbe entgegen. Jeder, der eine Wettbewerbskarte besitzt, darf teilnehmen.
du bekommst die Wettbewerbshalle kostenlos. Kostenlos? Kostenlos, Master Davis, kostenlos. In der Wettbewerbshalle für die Normalklasse Pokémon im Wiesenflur. Bitte hol dir die Karte dort ab und komme dann wieder. 1 und 1. Ja, gut. So, was ist denn das da? Cool, cool Wettbewerbssieger Lipper von Rufus. Aha. Ich will auch so ein Foto haben. Dafür müssen die allein Wettbewerb mitmachen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Na gut, ich kann noch ein bisschen überziehen. Dann wird sich meine Oma wundern. Hey, wo bleibt denn der Kevin? Oh, hey, wo bleibt denn der Kevin? Ich habe Kuchen gebacken. Wo bleibt er denn? Möchtest du einen Tipp? Ich sage dir, was. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Pokémon zu trainieren. Gleichmäßigkeit ist wichtig. Ein einzelnes starkes Pokémon reicht nicht. Wenn es vom Typ her Nachteile besitzt, kann auch ein sehr starkes Pokémon einen Kampf verlieren. Das stimmt, man sollte immer auf die Elemente achten. Ich tausche mit Freunden Pokémon und wenn ein getauschtes Pokémon einen Item trägt, bin ich umso glücklicher. So, sind unsere Pokémon geheilt? Ja, gut, gehen wir auf ins Museum. Dann machen wir uns auf ins Museum. Oder nee, wir waren ja noch gar nicht in der Werft drin, die ist hier oben. Puh, ich bin fix und fertig. Ich komme aus Malvesco City. Diese Stadt ist vielleicht groß, riesengroß. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Rad hergekommen. Hier, darauf habe ich gewartet. Wettbewerb für Pokémon. Ich werde mit Sicherheit teilnehmen. Aber vorher muss ich mir einige Pokémon fangen. Ich glaube, wir haben schon mindestens 2-3 Fähren in diesem Part doppelt angesprochen. Naja. Hafen Graphicport City. Die Fähre MS Tide wird momentan in der Werft gebaut. Die Fähre wird so bald wie möglich ihren Dienst aufnehmen. So, hier geht's nirgendwo lang. Groß, weite Meer. Na gut. Verzeihung, du suchst nach einem Schiff? Oh, das tut mir leid, aber die Fähre steht momentan nicht zur Verfügung. Welche Fähre? Ich sehe hier gar keine Fähre. Naja. Ein Reisen zum Meer ist bei uns. Ich frage mich, wie es wohl dort ist. Eines Tages möchte ich auch einmal so tief unter Wasser reisen. Ich wurde mit Captain Lust auf die Expedition zum Meeresboden abgegangen, aber das Oberste ist zu klein für mich und ich könnte ja mich reinquetschen, aber dann hätte der Captain keinen Platz mehr. Jetzt sag, geh abnehmen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir echt alle Trainer bzw. Leute hier angesprochen. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach zum Museum. Hier ist gar kein Team Magma-Fuzzi mehr da. Merkwürdig. Das unendliche Meer enthält alles Leben. Ozeanmuseum. Gut, dann gehen wir mal ins Ozeanmuseum. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet 50 Pokédollar. Hast du Interesse? Ja. Viel Vergnügen. Meereskunde Fakt 1. Warum ist das Wasser im Meer blau? Licht setzt sich aus vielen Farben zusammen. Scheint das Licht durch Wasser, so gehen einige Farben verloren. Der blaue Anteil des Lichts bleibt aber erhalten. Das Wasser erscheint blau. So, hier, so Leute, ein bisschen Unterricht hier in Pokémon. Wenn dieser Idiot die Sache in Metaross City nicht vermasselt hätte, wären wir jetzt nicht hier. Ach, der mit seinem schwachen Pfiffchen, ja, der war echt schwach, ja. Ich habe ihn mit Leichtigkeit besiegt, ne? Ja, das konnte Fakt 2, warum ist das Wasser salzig? Das Meer ist salzig. Meerwasser enthält gelöste Salzoiden in Form von Natrium und Chlorid. Diese Ionen wurden durch das Regen aus Gesteinsschichten herausgespült. Die Konzentration des herausgelösten Salz macht es mehr salzig. Wenn ich diese ganzen Sachen an mich reißen würde, dann wäre ich reich. Meeresrunde Fakt 3. Was ist größer, das Meer oder das Land? Die Erde ist zu 70% von Wasser bedeckt, der Rest ist Land. Das Meer ist also mehr als doppelt so groß wie das Land. Nicht zu fassen! Und nach der globalen Erwärmung sind es 80%. Eine seltsame Vorrichtung rotiert unter einer Glaskuppel. Vielleicht misst sie die Tiefe von irgendetwas. Was ich hier lerne, kann ich auch für meine ruhelosen Taten gut gebrauchen. Aber was machst du denn hier? Ich bin von Team Magma, du hast mich im Boden gestampft, erinnerst du dich nicht? Hier, das ist für dich, vergeben und vergessen, Team 46. Das müsste Raub sein. Oh verdammt, du hast unsere Pläne zunichte gemacht. Ich wollte als Ausgleich etwas mitgehen lassen, aber warte, du bekommst deine Belohnung auch noch. Ja. Gut, was haben wir von den Typen jetzt bekommen? Ich schätze mal, dass es Raub ist, Themenraub. Und es ist Themenraub. Ach, ich bin so gut. Ist es eine Probe vom Meeresboden? Über viele Jahre haben sich die Spuren alles Lebens als
Sedimente auf dem Grund des Meeres abgelagert. Analysen dieser Proben ergeben einen Einblick in längst vergangenes Leben. Ich hatte keine 50 Pokédollar. Da habe ich Ewigkeiten gebraucht, an der Rezeption vorbeizukommen. Rezeption, denn hier ist illegal da. Die scheinen egal zu sein. Naja. Bitte, Magma, bestehen zum Besten für alle. Ein roter Ball hüpft aus dem Laufgefäß auf und ab. Dies ist ein Experiment, das die künstliche Kaskade mit Hilfe eines Ballauftriebs erzeugt. Eine blaue Flüssigkeit bewegt sich spiralförmig in einem Glasgefäß. Dies ist ein Experiment, das einen künstlichen Whirlpool mit Hilfe von Wind erzeugt. Uns würde befreien, uns hier zu versammeln, aber das hat mir aber. Unser Boss, der Geigenvogel, ist nicht hier. Unglaublich, dass die solche Leute reinlassen, naja. Was ist hier noch? Dies ist ein Fossil mit vielen Furchen. Das Erdreich des Meeresbodens wird durch die Gezeiten abgetragen. Die Bewegungen des Wassers zeichnen Rillen und Wellen in den Meeresboden. Wenn der Meeresboden versteinert, wird ein Bodenrelief unsichtbar. Und hier ist nichts. Okay, gehen wir mal die Treppe hoch. So, was sind wir denn hier? Modell der Höhenregion. Ein Diorama der Höhenregion. Wo liegt hier Wurzelheim? Wurzelheim ist, glaube ich, zu klein dafür. Drei Häuser, ich meine. Drei Häuser. Wie soll man drei Häuser auf einem maßstabsgetreuen Modell finden? Tiefsee-Forschungsboot 1. Ein Replikat eines Hochleistungs-U-Bootes zur Erforschung des Meeresbodens. Die Fähre MS Tide. Ein maßstabsgetreues Modell eines Schiffes unter Konstruktion der Brückenwürfe. Aha, lauter interessante Sachen hier übers Meer. Sehr informativ, so ein Museum. Ein Gummiball wird größer und kleiner. Im Meer sorgt das Gewicht des Wassers für ständigen Druck. Im seichten Wasser ist der Druck nicht sehr hoch. In extrem tiefem Wasser kann der Druck Zehntausende von Tonnen innerhalb eines kleinen Bereiches betragen. Ja, in Asien gibt es so den tiefsten. Die tiefste Stelle des Meeres ist, glaube ich, 10.000 Meter tief, und zwar bei den Philippinen dran. Dies ist eine Anzeige der Meeresströmungen. In der Nähe des Meeresbodens sind die Strömungen abhängig von Faktoren wie Temperatur und Salzgehalt. An der Oberfläche sind die Strömungen abhängig vom Einfluss des Windes. Kanto Wasserqualität steht auf dem Schild. Das Meer ist grenzübergreifend, aber das Wasser scheint in jeder Region eine andere Qualität zu haben. Die unsere Wasserqualität steht auf dem Schild. Anscheinend ist der Salzgehalt in jeder Region anders. So, was steht hier auf dem Computer? Nichts. Schade. Hier vielleicht noch? MSN. Ein Replikat eines Luxusliners, der um den Globus kreuzt. MSN sieht aber komisch aus. Es ist das merkwürdigste Schiff. Ich habe es noch nie gesehen, die MSN. Schaut, gelbes Let's Play und rotes Let's Play an. Werbung. Okay, genug jetzt für das Gequatsche. Alle Sprachfehler, die ich hier in diesem Part gemacht habe, dürft ihr behalten. Und jetzt geht's hier weiter mit der Pokémon-Geschichte. Wenn du Brickstoß, der bin ich. Das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trump von Steven bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Oh mein Gott. Hey, warte, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Was? Wer seid ihr? Wir sind die Magma. Unser Boss will die Dinge haben, also hört auf zu labern und lasst die Teile herüberwachsen. Tja. Kein Pokémon-Part ohne einen Pokémon-Kampf, Leute. So, der hat nur ein Pokémon, wie lächerlich. Komm auf, Boden, Feuer. Soll ich es mir in den Kader? Ne, mit dem Kader hier zu agieren wäre töricht, denn ja, eine Glutattacke reicht, dann ist den Kader down. Ich wechsle zu Jungblut. Wir müssen den Kader endlich mal trainieren. Ich glaube, ich werde im nächsten Part werden wir, glaube ich, ein bisschen trainieren, damit sich unser den Kader ein bisschen entwickeln kann. Und zwar ins Ring. Ja, ich werde in Zukunft die also mehr Training im Let's Play zeigen lassen. Auch. Und ich werde weniger Offscreen machen werden. Wenn ich allerdings befürchte, dass es Ewigkeiten dauert, dann werde ich schon Offscreen trainieren. Aber ansonsten wird hier nicht mehr wird alles hier Inscreen trainiert. Oh Mann, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Pah, du Waschlappen. Ich werde das Ding schon schaukeln. Warum habt ihr beide die gleiche Stimme?
Seid ihr irgendwie berührt oder was? Eine Herausforderung von dir, mach mal mit. Ja, Zubats, komm. Glaubt ihr, dass den Kader einen Zubat schafft? Ich riskier's mal mit dem Kader, sonst würde. Ah, ich muss dann zwar gleich gehen, aber ich kann mir Zeit lassen, ne? Okay, Genauigkeit von Zubats sinkt. Ich mach das jetzt dreimal. Und dann greife ich mit Zerschneider. Oder? Ja, Kratzfuhl oder Zerschneider. Eins von beiden. So, ein letztes Mal noch Sandwirbel. Dann müsste Zubats Attacken nicht mehr so genau sein. Und jetzt greife ich an mit Kratzfuhl. Aber irgendwie trifft der Blutsauger immer. Naja, egal. Einmal. Zweimal. Zweimal nur. Schade. Hätte mehr erwartet. Kratzwill konnte übrigens auch eins unserer Team-Pokémon in Saphir Let's Play. Das war damals unser Lombrero. Deswegen, ja, ist mir gerade so eingefallen, weil ich gerade angefangen habe, das zu zählen. Das habe ich, glaube ich, auch im Saphir Let's Play gemacht. Also zu zählen, wie oft es jetzt trifft, meine ich. Na gut, wir hätten gar keinen Sandwürfel verwenden müssen. Naja, jetzt kommt nochmal Kamaub, jetzt wechsle ich nochmal. Das Risiko, eine Glut abzubekommen, ist zu hoch. Also Jungglut. Er heult mich an. Okay, ich mach's schnell. Kamaub, keine Angst. Hier, ich mach's kurz und schmerzlos. Kurz nehme ich zurück. Das war nicht kurz, das war eher nur Schmerz. Los, wobei zweimal wurde es angegriffen mit einer Attacke, das ist eher doch nicht schmerzlos. Naja, ist auch egal. Kamaub ist down. Ebenso der Magma-Trainer. Was? Ich habe auch verloren? Ja, ich seid ja nicht besonders stark. Ich hätte gar nicht ins Pokémon-Center gehen müssen. Und nun, wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Ah, oh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein nervendes Kind meine Nerven nervt. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und ihr Idioten lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Ich bin Mark von Team Magma. Himmel, nochmal, warum mischt ihr dich in die Pläne von Team Magma ein? Pokémon, Menschen, alles lebt an Land. Deshalb versucht Team Magma, die Landmassen der Welt zu vergrößern. Meinst du nicht auch, dass wir wirklich etwas Großartiges vorhaben? Nun, mir auch immer, du bist noch sehr jung. Daher kannst du unsere noblen Ideale noch nicht verstehen. Da kann man nichts machen. Aber solltest du uns nochmal in die Quere kommen, werden wir keine Rücksicht nehmen. Das sollst du nicht vergessen. Jawohl. Du bist Kevin. Boah, das ist aber eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Demon gebracht hast. Kevin übergibt die Demon-Waren. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition am Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Ja, mach's gut. Und ich werde jetzt ins Pokémon Center gehen und dann werde ich den Part beenden. Und dann gehen wir im nächsten Part zurück nach Metaross City und holen uns den EP-Teil ab, den wir da bekommen. Und ich mache mal kurz Pause. Okay, bla 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 bla. Danke, deine Pokémon sind wieder fit, ja. Ich speed jetzt ein bisschen, weil ich den Part jetzt beenden muss. Leider muss ich den Part jetzt beenden, Leute. Gut, ich mache hier Stopp, damit ich im nächsten Part sehe, dass wir den EP-Teil holen müssen. Mit dem EP-Teil können wir auch gut unseren Kader entwickeln. Und dann kriegen wir bald einen Ninja-Tom. Und vielleicht fangen wir im nächsten Part unser drittes Team-Pokémon. Ich werde nicht sagen, was das für ein Pokémon ist. Das müsst ihr selber herausfinden. Okay, Leute, dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Part. Servus!